Okay, ich sehe schon, das wird da wieder mal ein bisschen wirres aufnehmen. Naja, auf jeden Fall, nachdem wir diese Vergiftung kuriert haben und herausgefunden haben, dass ja, der Besuch bei der netten Dame in Grün tatsächlich billiger ist. Ach komm, jetzt lasst mich hier in Ruhe hier. Sterbt endlich. Sonst muss ich gleich schon wieder pennen gehen, um die Wunden zu heilen. Pennen gehen, um die Wunden zu heilen. Okay, das ist eigentlich im Nordosten hier. Aber gehen wir mal weiter nach Nordosten. Was zum Geier ist das? Oh, 3 Schadenspunkte. Das ist doch schon mal gefährlicher. Und aua. Okay. Das war jetzt schon mal nah dran am Tod. Igitt. Igitt. Da sieht man, wie schnell das passieren kann. Aber noch bin ich nicht erledigt. Noch bin ich nicht erledigt. Nordosten. Naja, gut. Wo ist denn dann bitte schön dieser... Oh, komm. Oh ja, klar, du greifst das Küken an und nicht das riesige Feuer-Feuer-Ungetüm. Ja, Reis, du bist manchmal so niedlich. Oder hast du die Küken inzwischen so sehr? Na gut, das Vieh ist runtergefallen und damit wahrscheinlich tot. Und weiter geht's. Und hier ist ein Tempel. Und Mutanten, die angreifen. Hey! Diesmal ist es nur das fliegende Moosviech. Und 2... Oh, na gut. Es hat überlebt. Aber gut. 3 Messerhiebe und es ist hin. Dann marschieren wir mal hier rein. Was ist das denn hier eigentlich? Eine Stimme kommt von oben. Nur Layana dürfen nach in Layas Palast. Verschwinde! Okay, das ist anscheinend eine Art Teleporter. Mit ziemlich unfreundlichen Abwehr. Na gut, jetzt sind wir wieder draußen. Und weiter geht's. Hier ist es rechts wieder. Und oh, hier ist eine Höhle. Ich habe das Gefühl, wir sind weit ab vom Schuss hier. Oh, noch so eine Höhle, wo wir nicht rein dürfen. Na, das ist toll. Gut, dann rennen wir hier mal weg, bevor wir verrecken wegen den Viechern. Na gut, nur 1, das lässt sich noch überleben. So, solange wir nicht wieder mit Feuerbällen vollgehauen werden. Autsch. Okay, ich schätze, nach dem nächsten Angriff müssen wir was unternehmen, sonst haut uns dann wahrscheinlich so ein Feuerball um. So, dürfen wir jetzt hier wegrennen, bitteschön? Gut, zumindest wissen wir, das grüne Zeug sollen tatsächlich Wälder symbolisieren. Das hilft uns natürlich, weil wir immer noch diese Cyborg... Person suchen, oder ist das jetzt... Ja genau, der eine hat gesagt, wir suchen Layana, der andere hat gesucht. Er hat darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich später wegen unserem blöden Brot einen Cyborg brauchen. Und dass die Frau nicht blinkt. Na ja, gut, ich bin jetzt nicht besonders dusselig, daher kann ich daraus schließen, dass das tatsächlich wohl ein und dieselbe Person sein soll. Cyborg und layanische Frau. Jetzt greifen wir mal an und greifen da mal an und weg ist das Viech. Und da ist es passiert, gut. Okay, gut, jetzt sind wir committed, weil heilen können wir ohnehin nicht mehr. Töten wir das Viech. Oh, ich bin wieder aufgestuft worden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich alleine hier Prinz Reis durch die Gegend steuere und ihn ständig Viecher abmuxen lasse. Gut, jetzt brauchen wir wieder so ein Monomaten-Dings. So, und wenn wir das nächste Mal kämpfen müssen, müssen wir wahrscheinlich... Oh, da ist ja die Frau, da ist sie doch. Also gut. Ah! Und die bewegt sich natürlich nicht von der Stelle. Okay, jetzt hauen wir mal ab. You try to escape. Und diesmal war es erfolgreich. Gut. So, Frau. Du bist eine Layanerin, stimmt's? Ich muss ja jetzt so tun, als würde, weil Prinz Reise ist natürlich ein Psycho und weiß nicht, was hier vor sich geht. Und oh. Mieu? Nein, ich bin keiner von den Layanern, Prinz. Ich bin ein Combat-Cyborg. Designation Mieu-Type. Ah, es gibt also die Mieu-Klasse. Von Kampf-Cyborgs? Na gut. Ich habe hier für 1000 Jahre auf dich gewartet. Na gut, dass das Gehirn nicht verrottet ist. Nur ein Nachfahre von Orakio kann mich kommandieren. Mieu schließt sich dir an. Na gut, jetzt sind wir zu zweit. Oh, ja, die Pausentaste. Mal gucken, was sie kann. Sie ist direkt neben mir. So. Ich nehme jetzt erstmal blind an, dass sie tatsächlich ein Cyborg ist und kein Roboter. Weil ich weiß zufällig, dass die sowas oft durcheinander bringen. Ich nehme deswegen einfach mal an, dass sie jetzt tatsächlich ein echter Cyborg ist. Solange bis
mir jemand was anderes sagt. Ich meine, es kann ja sein, dass er doch ein Roboter ist. Aber hey, woher soll Orakio den Unterschied wissen? Er weiß nur, das ist ein Cyborg. Der denkt wahrscheinlich, das ist auch bloß eine Art rote Frau oder sowas. Okay, gut, jetzt sind wir zu dritt oder zu zweit. Und da haben jetzt die Viecher hier keine Chance mehr. Ja, das ist doch gut. Jetzt rennen wir mal zurück zu... ach ja, genau. Ich muss ja jetzt ja nicht mehr blind rumrennen. Ich kann ja den Monitor benutzen, den Reis mit sich rumschleppt. Und dann sehen wir sind hier. Gut, dann können wir jetzt zu dieser zweiten Stadt marschieren. Und müssen nicht den ganzen weiten Weg wieder zu unserer Heimatstadt zurücklaufen. Wo wir dann wahrscheinlich sowieso wieder in den Knast geworfen werden. Oh ja, wie süß. Drei Küken greifen einen Psychoprinzen mit zwei Messern in der Hand und einen Kampf-Cyborg an. Ich glaube, das hier ist eher so eine Art Selbstmordseuche und keine Form von Tollwut. Und ja, weiter nach Süden. Okay. Und ach, jemine. Los hier. Sterbt endlich. Jetzt werde ich auch schon aggressiv von den Viechern. Kein Wunder, dass Prinz Reis automatisch die Viecher angreift, wenn ich keine anderen Befehle gebe. So, jetzt spazieren wir schön mal nach Süden. Und sind wahrscheinlich schon wieder zu weit nach Süden. Das ist zum Geier. Na gut, probieren wir es mal aus. Indem wir das... Oh, wir müssen zuerst die anderen angreifen. Ja, das ist ja gut. So gut. Das weiß ich auch. Na gut. So geht das. Jetzt habe ich sie ausgewählt. Res, Reva, Giris, Anti und Next. Funby, Forza, Nasak und Chu. Next. Das sind Techniken, gut. Ich habe keine Ahnung, wozu die gut sind. Das probieren wir mal an, aus, wenn wir nahe einer Stadt sind. Ach, was soll's, rennen wir weg. Ach, die Mocken! Na, wenigstens bringen sie nicht so viel Schaden. Okay. Automatgemetzel los. Los, du erledigst das. Er schnetzelt das Viech weg und dann kommt die fliegende der Glühfrosch. Sieht zwar eher aus wie ein Drache, der zu viel gefressen hat, aber hey, na gut. Und ich habe den Verdacht, wir sind mal wieder... wir sind wieder zu weit nach Süden marschiert. Wir müssen hier nach Westen. Ach, wie süß, was für ein Kontrast. Erst da diese halbe Monsterarmee und dann wieder ein Küken. Da sieht man, was passieren kann, wenn man in solchen Spielen ein bisschen zu weit marschiert. Dann ist man plötzlich in einer anderen Zone und dann wird man von Kampfrobotern mit 5 Antimateriekanonen angegriffen. Ein Schritt zurück und es ist wieder ein unbelebtes Taschentuch. Na gut, sterbt Ratten und Küken. Wir wollen endlich mal wieder in die Stadt zurück. So, erzählen die Leute jetzt mal was Neues? Schauen wir uns das mal an. Weiter geht's. Erzählen die was jetzt Neues? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja logisch und einfach. Haben wir irgendwelche Kohle? Naja, natürlich haben wir Kohle, aber wie viel? Nicht Items, Stats. Genau. Hey, kann ich mal irgendwo ansehen, wie viel Geld ich habe? Okay, sie ist immer noch Level 1, trotz der ganzen Viecher, die wir abgemetzelt haben. Naja, wahrscheinlich, weil sich die das jetzt teilen müssen. Und... Ach komm, Leute. Gibt es hier etwa tatsächlich nirgendwo irgendwas, wo es zeigt, wie viel... Ah, hier, Meseten. Ah, endlich. Mann, manchmal bin ich blind. Gut. 107 Meseten. Na gut, das reicht gerade aus, um die Gegenstände, die wir verbraucht haben, zu ersetzen und für uns vielleicht noch eine Escape-Pipe dazu zu packen, damit wir aus einem Dungeon wegrennen können. Nichts für neue Ausrüstung also. Und hier ist wieder mal ein leeres Haus. Wenigstens sind wir jetzt zu zweit unterwegs. Hier ist gar keiner. Aber 4 Betten. Naja, die Leute, die hier einfach so über das Schachfeld links von uns brettern, die müssen da wahrscheinlich auch irgendwo pennen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Na kommt her, ihr Clowns. So, du siehst wirklich wie ein bösartiger Diana für mich aus. Klar, ey, weil sie rote Haare hat oder was? Ich habe einen Drachen gesehen, der eine Frau nach Osten transportiert hat. Also dieses Gargoyle-Viech war ein Drache? Sie haben eine Höhle betreten und kamen niemals raus. Eine Höhle im Osten, naja gut, das ist der nächste Punkt. Sie sieht wirklich seltsam aus. Ja, halt die Schnauze. So.
sind wir einen Schritt weiter, vorbei unserer Suche nach der unserer Verlobten. Aber Prinz Reis hat jetzt eine Cyborg-Frau. Aber leider keine Spur, was die Layan angeht. Oh ja, stimmt, habe ich vergessen. Aber wir haben jetzt eine neue Spur. Wir müssen jetzt nach Osten latschen. Aber wie kommen wir nach durch die Höhle? Ja, dann müssen wir anscheinend jetzt diesen Kerl mit dem Boot finden oder so. Kann ich hier eigentlich meinen Monitor benutzen? Müsste ich eigentlich, ich stehe ja draußen. Ach ja, was? Ja, programmtechnisch sind anscheinend Städte sowas wie Gebäude. Naja, gut, da muss man sich erstmal in den Kopf fassen, wie man auf sowas kommt. Aber naja. Bevor ich jetzt mal wieder meine Odyssee vervollständige, indem ich auf die Suche nach diesem komischen Saphir gehe, nehme ich mich noch dunkel erinnere. So gut. Klar, wir brauchen noch einen zweiten Monomarken, für den Reis verbraucht hat. Und noch ein weiteres Antidot, das geben wir ihr. Und eine Escape-Pipe. Die kriegt auch Mieux für den Fall, dass unsere Hauptperson irgendwann neue Gegenstände in die Hand gedrückt kriegt. So. Und jetzt haben wir immer noch kein Geld für neue Ausrüstung. Na, da seht ihr, wie schwer dieses Spiel eigentlich ist. Es sei denn natürlich, man rennt jahrelang im Kreis, bis man genügend Geld zusammen hat. Oh, und jetzt kostet es 10. 5 pro Person. Jetzt wird es schon langsam gefährlich. Zumindest in dieser Phase. Am Ende ist es ja nicht mehr so schlimm. Yep. Einfach überspringen bitte. So, jetzt sind wir schon mal Level 5. Und beim nächsten Mal gehen wir auf die Suche nach dem Saphir. Wie nennen wir das dann? Alan Quatermain und die Suche nach dem Fantasy Star Saphir? Oder Prinz Reis und... Naja, nur weil es ein Saphir ist. Naja, ich und meine Filme. Naja, auf Wiedersehen dann. Bis zum nächsten Mal. Sehr freut, Doktor. Klingt sich aus.